Aber heute sehe ich das anders. Die stehen bestimmt in jemandes Auftrag. Auf jeden Fall muss ich meine Truppe nach Baldurs Tor zurückbringen. Ich werde für jeden Räuber-Skype, den ihr mir bringt, 50 Goldmünzen bezahlen. Sagt das bitte auch weiter. Ich will dieses ganze Gebiet gesäubert haben, bevor der Winter beginnt. Ja, Weißkopfgeld. Weißprämie auf die Räuber. Offiziell Jessa Weil von der Flammenden Faust sitzt mit ihrem Kontingent im Berikovs fest. In ihrer Verzweiflung hat sie mich für jeden Räuber-Skype, den ich hier bringe, 50 Goldmünzen geboten. Sie hat sich im windigen Schwindel einquartiert. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ich sehe, dass ihr fleißig wart. Also weiter so. Je mehr Räuber-Skype ich bekomme, desto reicher werdet ihr. Ich nehme euch die Skypes eben ab. Ja. Gut. Ach nee, du bist ein Söldner der flammenden Faust. Wo ist unser... Ihr Hornochsen, was habt ihr denn geglaubt, was ihr tut? Da ist Björnin. Ja? Gute Arbeit, die Kunde von eurem Kampf ist bis zu mir vorgedrungen. Lasst mich euch diesen Schild übergeben, in der Hoffnung, solche Taten der Gerechtigkeit zu ermutigen. Die Schwertküste bräuchte mehr Helden wie euch, besonders in diesen finsteren Zeiten. Unser mangelnder Fortschritt enttäuscht mich. Ja, jetzt haben wir definitiv zu viel Ruhe. Mittlerer Schild plus 1. Gut. Also ja, ich muss gucken, dass ich wenigstens irgendwas mache, was den Ruf um 2 mindert. Ey, du da, stirb. Nein, ich werde nicht jetzt anfangen, wahllos Leute umzubringen. Peter! Du stinkst! Wie freundlich. Erneut kreuzen sich unsere Wege. Es wird an der Zeit, dass wir einander vorstellen, da wir uns zweifellos wieder begegnen werden. Ich heiße Elminster. Ich habe viele Geschichten über eure Taten gehört, seit wir voneinander getrennt waren. Es scheint, dass das Schicksal euch für Großes an der Schwertküste ausersehen hat. Eine nicht geringe Last für einen jungen Mann. Ihr wisst nichts über meine Last, alter Mann. Ich habe nur getan, was ich für das Beste hielt. Ich wusste gar nicht, dass die Welt über meine Taten Bescheid weiß. Vielleicht nicht allgemein bekannt, aber es ist für die offensichtlich, die wissen, wo sie zu suchen haben. Ich bin mir eurer Bemühungen und Leistungen bewusst. In der Tat seid ihr sehr geschickt, wie Gorion es vorhersah. Was bleibt, ist, eure Motive zu ermitteln. Gorion, ihr kanntet ihn, aber ihr habt vorher nichts gesagt. Ich habe meine eigenen Motive und nicht die eines anderen. Das scheint für wahr der Fall zu sein. Eure Handlungen zeugen von Nächstenliebe und freiem Willen. Seid dies nun Absicht oder nicht, aber genug von meinen Ausführungen. Vor euch liegt eine lange Reise und ich will euch mit meiner Rede nicht aufhalten. Ich kann euch eine Information geben, wenngleich sie euch vermutlich nicht neu ist. Die von euch gesuchten Räuber halten sich im Nordosten auf. Nun will ich meinen Abschied nehmen. Ich habe wieder diesen seltsamen Mann getroffen, doch jetzt hat er sich als Elminster zu erkennen gegeben. Jeder, der in den Reichen umherreist, kennt den Mann, doch ich weiß nicht zu sagen, was sein Interesse an mir ist. Er meinte, die Räuber, die ich suche, halten sich für gewöhnlich im Nordosten auf. Wieder frage ich mich, warum er meine Sorgen so viel Aufmerksamkeit schenkt. Brenoir, mir hat jemand im windigen Schwindel eine Goldmünze gegeben, damit ich euch suche. Augenblick mal, mein Kind. Ich glaube, ich weiß, von wem du sprichst. Das ist Officer Wei, mit dir habe ich nämlich schon gesprochen. Ja, sie ist wirklich sehr nett, nicht wahr? Naja, ich gehe jetzt besser. Das macht Mama sich Sorgen. Timora, pass auf dich auf, ja? Okay, die Glücksgöttin soll auf mich aufpassen, dass ich mir nicht das Genick breche. Wie ihr wünscht. So, dann reden wir mal mit Burium. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Oho, kann ich an diesem wunderschönen Tag etwas für euch tun? Ich komme gerade aus Naschke. Ich habe dieses Fläschchen bei einem Kobold gefunden, die in der Mine lauerten. Ich glaube, das ist der Grund dafür, warum das Eisen so brüchig ist. Ihr habt es gefunden, einfach so. Nun, dann bringt sicherlich etwas Licht ins Dunkel, nicht wahr?
Ich dachte, vielleicht könntet ihr das Fläschchen verwenden, um eine Möglichkeit zu finden, die Auswirkungen rückgängig zu machen. Das kann ich nicht, nein, aber ich kenne jemanden, der das kann. Gebt mir ein paar Tage Zeit, dann sollte ich ein paar Ergebnisse präsentieren können. Ich sollte in ein paar Tagen zu Donners Schmiege zurückkehren, um zu sehen, ob Terom eine Möglichkeit gefunden hat, die Auswirkungen des Gifts der Kobolde rückgängig zu machen. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Ja. Hast du was Interessantes, was wir gerne hätten? Also ja, die Schattenrüstung, die wäre halt schon nice. Und das ist eine leichte Schnellschussarmbrust. Die wäre auch gar nicht mal so schlecht. Ein Gürtel, der nichts bringt und ein paar Steinchen. Na gut. Schild und steifes Leder können wir verkaufen. Die Sachen können wir auch verkaufen. So, was verkaufen wir hier? Einfach mal Edelsteine verkaufen. Wobei Titanit. Nee, ich glaube, Titaniten brauchen wir auch nicht mehr. Ah, den Sternsaphir, den will ich mal behalten. Weil ich glaube, einen Sternsaphir haben wir für irgendwas gebraucht. So. Dann, wie gesagt, hätte ich gerne auf jeden Fall die Schattenrüstung und die Armeesense hätte ich auch gerne. Du trägst ja schon einen kleinen Schild plus 1. Schwerter und so brauchen wir nicht. So. Dann habe ich jetzt hier eine Armbrust, mit der ich einmal pro Runde mehr angreifen kann. Schadensbonus habe, ETW-Bonus habe. Und für Safana die wahrscheinlich beste Lederrüstung. Beschützer des Zweiten gegen den beschlagenen Lederwams. Ja. So. Gut. Wie kann ich ihr brauchen? Nur zu fragen. So, wenn ich jetzt nach meinen Aufgaben hier gucke, kann ich noch den Mörder Basilus abgeben und hoffentlich dafür ordentlich Geld verlangen. Konfrontation mit Tranzig ist das, was wir dann als nächstes machen. Wie ihr wünscht. Also ja, eigentlich wollte ich noch hier die Gebäude abgehen. Ja, komm, machen wir das zuerst. Dann gehen wir zum Tempel, Belisarius abgeben. Basilus, nicht Belisarius. Ihr
das euer Wunsch ist. Worum geht, wie ihr wünscht. Für auch wenn das euer Wunsch ist. Ein Langschwert. Eine verschlossene Truhe. Mit Schmuck. Und keiner, der zu Hause ist. Okay. Ja, ihr braucht nur zu fragen. Gut. Weil wir müssen auch noch immer die Frau finden, die auf diesen Brief wartet. Wie ihr wünscht. Hallo, braucht ihr irgendwelche Hilfe? Wer seid ihr, gnädiger Herr? Ich könnte Bornen vom Berigost sein. Meine Tür steht allen offen, die Zuflucht benötigen können. Wenn ihr meinem Vertrauen nicht missbraucht, könnt ihr und kommen und gehen, wann immer es euch beliebt. Aber natürlich, Schätzchen. Okay. Scheiß auf dein Vertrauen. Wie ihr wünscht. Tschüss. Ihr braucht nur zu fragen. Ihr meint aber natürlich, Schätzchen. Wo, wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. Tagchen. Entschuldige, wenn ich etwas durcheinander stelle. Ich möchte nicht, dass sich mein Mann noch mehr aufregt, als er es ohnehin schon tut. Geht bitte. Hallo, ihr da. Wenn ihr wegen Arbeit hier seid, könnt ihr gleich nach Hause gehen. Tut mir leid, aber es wird hier jetzt keine Karawane geben. Alle Händler haben sich zurückgezogen, weil es zu gefährlich ist. Schätze, da haben wir halt Pech gehabt. Ich werde Bescheid geben, wenn es wieder besser wird. Auf Wiedersehen. Für euch, wenn das Händler haben aufgrund der vielen Überfälle durch Räuber Angst, auf den Straßen zu reisen. Wenn das euer Wunsch ist. Nichts hier. Nichts hier. Wow, eine leichte Armbrust und drei Bolzen. Damit kann er eine Ratte erschießen. Aber natürlich. Ja, ich werde mich im Handumdrehen darauf, wie ihr wünscht. Je nachdem, wie gut er im Zielen ist. Ihr braucht nur zu fragen. Ihr benötigt etwas, Fremde. Hallo, ich weiß zwar nicht genau, was ihr hier finden wollt, aber vielleicht habt ihr euch ja nur im Haus geirrt. Ich bin galt daran und habe ein bisschen aufgeräumt. Habt zurzeit nicht allzu viel zu tun, solange keine Karawanen kommen. Nun ja, macht euch bitte wieder auf den Weg. Aber natürlich, Schätzchen. Und ja, das ist auch wahrscheinlich definitiv das erste und letzte Mal, dass ich eine böse Gruppe spiele. Das ist mir viel zu anstrengend. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Ihr braucht nur das Spiel ist einfach nicht darauf ausgelegt. Weil so gut wie alles, was wir machen... Ah, hier ist der Eingang. Da waren wir schon drin. Und da steht einfach die Tür offen. Hier, da waren wir noch nicht drin. Ach, hier ist Miriane. Worum geht ihr braucht, nur zu fragen. Seid gegrüßt. Mein Mann blutzte plötzlich geschäftlich nach Arm und ich sorge mich um ihn. Miriane hat er immer gesagt, Miriane, der alte Rogue, kennt sich auf der Straße aus. Aber die Straßen sind nicht mehr so sicher wie früher und seit Monaten war kein Bote aus Arm hier. Könntet ihr auf dem Straßen nach Süden die Augen offen halten und mir mitteilen, wenn ihr einen Hinweis findet? Ja. Ich war heute von den Bitten Mirianes. Wo ist es denn? Ich war heute von den Bitten Mirianes aus Berigos berührt. Ihr Mann Ro musste in den Süden nach Am reisen und sie ist verständlicherweise um seine Sicherheit besorgt. Ich habe versprochen, mich nach Neuigkeiten über sein Wohlergehen umzuhören, wenn ich in diese Richtung reise. Seid gegrüßt! Es ist ein Brief von Ro. Ich danke euch für die frohe Kunde. Bitte lasst mich euch diesen Ring geben. Er wird euch auf euren Reis beschützen. Schriftrolle eingebüßt, Ring bekommen.
Du kannst eh keinen mehr tragen. Du könntest auf minus 2 gehen. Du kannst auch keinen tragen. Du auch nicht. Du solltest ihn tragen erstmal. Ja, wie ihr wünscht.